Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Kinder, Kinder, macht doch ein Sprechtraining, bevor ihr Vorträge hält. Es ist nicht zu fassen. Du weißt ja, mit K fängt's an. Ich sag das jetzt nicht, weil sonst heißt, boah, hat der Ernst eine vulgäre Sprache. Aber es ist für mich einfach nicht zu fassen, ja. Wie kann man so unterwegs sein? Es ist eine Zumutung, es ist eine Frechheit und die Leute sind alle irgendwie halb blind. Taub. Merken das gar nicht, wenn jemand einen Vortrag hält und und wie ich sagen will und Wieso kommt ihr nicht zum Speaker-Training, ja? Wieso lässt ihr euch nicht ausbilden als Speaker? So kann man doch einfach nicht unterwegs sein. Ist doch eine Zumutung für die Menschen. Das macht weh in den Ohren. Ein spannendes, geiles Thema. Heute Morgen, ja? 5 Stunden lang. Hat sich super geil angehört, ja? Und dann kommen die zwei, ich mag jetzt da auch nichts Böses sagen, ja, weil mir liegen da ein paar Worte auf der Zunge und labern mit M vor sich hin. Kein einziger Satz sind sie imstande, ohne M zu sagen, ja. Das verstehe ich nicht, ja. Wie viel Zeit geht da verloren? Das ist doch Unsicherheit pur. Dann versuchen sie einem zu erklären, wie die Welt zu funktionieren hat. Und sprechen mit Urlauten. M. Das sind doch Urlaute. Das sollten wir doch schon längst hinter uns gelassen haben. Du merkst gerade, ich bin gern ein bisschen nerviert. Also kein Problem, ich habe das alles im Griff. Aber ich denke einfach, so kann man doch nicht unterwegs sein. Nimm du dich mal auf. Check du dich mal. Wie sprichst du? Ich kann mit so Leuten einfach nicht zusammenarbeiten. Das sind für mich echt Leute, die keine Ahnung haben. Hör mal genau hin. Wer hat eine scharfsinnige Rhetorik? Um das geht es. Eine Rhetorik auf den Punkt gebracht. Natürlich kann man ein M rausrutschen, aber das ist doch ein klares Zeichen von absoluter Unsicherheit. Und das solltest du dir schenken. Darauf darfst du dich in keinster Art und Weise einlassen. Und wenn jemand so spricht, dann blockiere ihn, bremse ihn aus, schau einfach, dass du mit diesen Leuten nichts, also, hört sich jetzt doof an, aber ich mag mit so Leuten nichts zu tun haben. Weil das halte ich einfach nicht aus. Du nimmst dir die Freiheit raus, vor anderen Menschen zu sprechen, anderen Menschen was zu sagen. Ja, das kannst du natürlich machen. Solange du Zuhörer findest, ist es doch wunderbar. Aber doch nicht diese M-Typen. Wahnsinn. Wie oft habe ich das erlebt bei Vorträgen, ja? 90% der Speaker auf der Bühne, die Vorträge halten, Workshops geben auf Seminaren, sind M-Typen. Normalerweise gibt's ja in Deutschland für alles eine Prüfung. So muss ja alles begeiert und besiegelt sein. Wieso hier nicht im Speaking? Jeder, der auftritt, müsste doch vorher eine Prüfung machen. Damit ihr die Dinge auf den Punkt bringt. Damit die Dinge relevant sind. Das ist doch ein entscheidender Faktor. Also ich für meinen Teil bin hier ganz, ganz klar. Hör da einfach nicht mehr zu. Hab mich jetzt ausgeklinkt. Mach jetzt andere Sachen. Der einzige Vorteil, der jetzt daraus entstanden ist, dass ich heute Samstag früher aufgestanden bin. Das ist der einzige Vorteil. Und dass ich Dinge wegarbeite. Aber ansonsten, nein, danke. Definitiv nicht. Wie schaut's bei dir aus? Was machst du? Bist du ein guter Speaker? Kannst du Menschen fesseln? Kannst du Menschen begeistern mit deiner Stimme? Bringst du es auf den Punkt? Das ist das, was ich beim Speaker-Training mache. 4x3 Tage intensivstes Training. Da geht's richtig, richtig ans Eingemachte.
Da geht's nur darum, dass du messerscharf sprichst, um andere Menschen zu erreichen. Natürlich, auch da wirst du nicht immer jeden erreichen. Das ist weitest auch nicht schlimm. Aber du verlierst, wenn du nicht richtig sprechen tust, wenn du rumstocherst, verlierst du Menschen, weil der andere merkt es, dass du keine Ahnung hast, dass du unsicher bist. Natürlich, auch die Leute, die mit M operieren, auch die werden ihre Kunden finden. Das war schon immer so. Jeder Topf findet ja einen Deckel, sagt der Volksmund so schön. Was machst du? Wie sprichst du? Nimm bitte auf. Das nächste Mal, wenn du sprichst, nimm auf. Es reicht 4-5 Minuten. Und dann hör dir es mal an. Und wenn du ein M sagst in 5 Minuten, ist das okay. Wenn du aber jede Menge M sagst, dann solltest du dir echt überlegen, ob du zum Speaker-Training gehst. Sei es bei mir oder auch woanders. Aber mach was für dich. Mach wirklich Sprechtraining. Und mach Sprechtraining von Menschen, die wissen, wie es geht. Wenn du zur Speaker Cruise kommen willst, dann durchläufst du 4x3 Tage intensives Training. Und dann krönender Abschluss, deine Rede auf dem Schiff. Ohne Flipchart, ohne Beamer, ohne Parser, Beamer, PowerPoint. Frei raus von Herzen sprechend. Und ich kann dir eines sagen, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert, was die Teilnehmer, die Speaker für Testimonials abgegeben haben. Wie unendlich begeistert sie sind, weil sie ganz anders auftreten. Und zwar klar, konkret, messbar, unmissverständlich. Du hast jetzt die Chance, dich für die nächste Staffel zu bewerben. Sobald die Pandemie eingedämmt ist. Keine Angst, ich fange es nicht wieder an, über dieses Thema zu sprechen. Sobald wieder so ein Hauch möglich ist, ohne Stressfaktor, starten wir. Ich hoffe, dass das im Mai oder Juni wird, dass wir im Herbst dann die nächste Speaker Cruise machen können. Da kannst du dabei sein. Darf dir eine sagen, das wird alles verändern bei dir. Das wird so, 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 so viel verändern. Du hast eine andere Energie. Du hast eine andere Power. Du begeisterst Menschen. Du begeisterst auch dich selber. In deinen klaren Worten. Denn du möchtest doch was erreichen in deinem Leben. Du willst auch erfolgreich sein. Du willst vorankommen. Ja, das schaffst du nur, wenn du fokussiert bist. Das schaffst du nur, wenn du die Themen auf den Punkt bringst. Ansonsten kannst du sich knicken. Sonst ist es absolut verlorene Zeit. Inhaltsmäßig die Dinge raushauen. In einer hohen Frequenz, in einer hohen Taktzahl. Und mit den Worten spielen. Und da höre ich immer wieder, ja, du hast es halt gut, du bist halt ein Talent. Blödsinn, ich bin kein Talent. Ich bin Schweizer. Wow, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, natürlich sind auch Schweizer Talente. Aber das Talentiertsein wird total überbewertet, ja. Und das hat was mit Übung zu tun. Weißt du, wie die Kommunikation früher war? Ja, ciao, ciao. Wie geht's? Ja, gut. Und du? Ja, gut. Was machst? Nüt. So, das war so ungefähr die Kommunikation. Ohne Ziel und Plan, damals als Jugendlicher. Aber das kannst du dir doch nicht erlauben. Wenn du erfolgreich sein willst, als Businessman, Businesslady, dann musst und darfst du anders unterwegs sein. Jetzt wünsche ich dir eine super geile Zeit. Wenn du magst, bewirb dich, schreib an team@kramery, dann bekommst du den Link zugeschickt. Danke fürs Teilen, danke fürs Dabeisein und vielleicht kennst du jemanden, der viel mit spricht. Schick ihm den Link. Ciao, bye bye. Schön, dass du wieder da warst. Ja, herzlichen Dank, dass du die ganze Zeit dabei warst, dass du bis hierher gehört hast. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Geschichte hat dir gut gefallen. Die wirst du umsetzen für dein Leben. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe jetzt dein für dich ideales Leben.
Willst du mehr wissen von mir? Abonniere jetzt gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Keine einzige Folge. Danke dir auch für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Krameri Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele, viele weitere Inputs. Wertvolles rund um das Leben, das erfolgreiche Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Link wie immer unten in der Shownote. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben und erfolgreiche sehen sich wieder oder hören sich wieder. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.